So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11. Letztes Mal haben wir festgestellt, dass viele Level, die wir besucht haben, die Switches benutzen. Also schalten wir jetzt erstmal alle Switches frei, damit wir auch die Level so spielen können, wie sie gedacht sind, wenn man die Switches aktiviert hat. Let's go! Und ich glaube auch, die Switches sind, wenn ich mir so anschaue, Daiso Defon, haben keine, die sind einfach da. Die haben keine Dings. Shiny Green Pipe, Return Back Here, Yellow Pipe, Rice Floor, Blue Pipe, Revert Floor. Skip. Ist das ein Puzzle? Okay, hier muss ich... Kann ich den mitnehmen? Okay, kann ich theoretisch. Wird es jetzt noch mal eins höher? Nee, es bleibt dann so. Okay. Und was machen die? Die machen gar nichts. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, das war offenbar falsch. Shiny Green Pipe. Return back. Ach so, ja, okay. Yellow Pipe. Floor anheben. Blue Pipe. Revert Floor. Heißt Revert so zurücksetzen, wie er war? Wahrscheinlich, ne? Das heißt nur mit der gelben. Okay. Ah! Wenn ich den anhebe, dann zieht es das alles hier wahrscheinlich ein Stück hoch mit der gelben Röhre. Ja, genau, deswegen kommen auch die Dinger hier hoch. Jetzt lasse ich den aber erstmal so. Weil dann komme ich doch an den P-Switch. Genau, dann komme ich an diesen P-Switch hier ran. Ah ja, ich verstehe. Und mit dem kann ich doch jetzt dann hierhin zurück. Und mit dem kann ich jetzt dann hier aufmachen. Genau. Ah, und jetzt bräuchte ich den grauen. Aber an den komme ich ja ran. Genau. Genau, an den komme ich ja easy ran. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Und jetzt kann ich... mir das Leben hier holen. Und wenn ich jetzt durch die Röhre zurück... Ich musste noch drauf gehen. Ich musste noch drauf gehen. Und wenn ich jetzt hier durch zurückgehe, müsste alles passen. Right. Nice. Okay. Wenn ich hier durch zurückgehe, starte ich wieder hier, oder wie? Oh, nee, jetzt bin ich ganz woanders. Das ist jetzt Floor anheben. Ja, ja. Das ist Revert Floor. Aber wir holen uns erstmal den... ich kann auch hier oben lang. Das hat nichts gebracht. Wir holen uns erstmal den... Ich bin irgendwo hängen geblieben. Ich bin irgendwo hängen geblieben. Ich bin gesprungen und irgendwo hängen geblieben. Deswegen hat es mich so irritiert, deswegen bin ich runtergefallen. Okay. Aber wir können uns jetzt den... Genau, wir können uns den Switch holen. Sehr gut. Wait, kann ich dann jetzt einfach hier runter? Oder ist da der Tod? Okay. Dann gehen wir aber damit jetzt durch die blaue Röhre. So. Und jetzt kann ich nämlich... Jetzt kann ich da unten rein. Und hab den blauen dabei.
Ja. Und jetzt kann ich den On-Off hier drücken. Nee, skippen wollen wir nicht. Ah, warte. Und der stellt jetzt nämlich die Blöcke um. Jetzt ist da unten nämlich ein grauer Switch. Und der kommt jetzt hier hoch zu mir. Nee, der fällt jetzt da weg. Kann ich das nochmal anheben? Nee, okay. Aber jetzt ist da... What the heck? Das sieht nicht gesund aus. Aber was ändert das jetzt, dass ich den Switch, den On-Off gedrückt habe? Ja, also ich bräuchte jetzt hier den grauen. Aber den kriege ich ja nicht. Wie kriege ich den grauen Switch? Der fällt halt da runter. Nee, hä? Hä? Ach so, das ist der Floor, der sonst... Ja, okay, das ist der andere Floor-Teil. Wait! Jetzt kann ich mir den grauen holen. Ja. Jetzt komme ich an den grauen ran. Okay, warte. Hat gut funktioniert. So. Zack. Ach nee, und jetzt gehe ich durch die gelbe Röhre wieder zurück. Ah, jetzt brauche ich trotzdem wieder beide. Okay, warte, dann stelle ich den mal hier ab und hol mir den anderen. No! Mann! Und hol mir den anderen. So. Hä? Ach, die Zeit. Okay. Das war die Zeit. Gut. Neuer Versuch. Also, wir müssen... Okay, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Hätte ich das nicht gleich von Anfang an so machen können? Muss ich dafür erst den On-Off umstellen? Bin ein bisschen irritiert. Was ich jetzt den On-Off umgestellt habe. Ach, oder ist jetzt hier drüben... Ah! Dafür stelle ich den On-Off um. Okay, alles klar. Nein! Mitnehmen sollst du den. So. Gut, dann haben wir's. Dann haben wir es jetzt verstanden. So, zack. Jetzt drücke ich den hier. So, das schaltet die Mannschaft frei. So. Dann hole ich mir jetzt wieder den blauen. So, und dann hole ich mir damit den grauen. Hopp. Gut. Dann gehen wir damit durch die gelbe Röhre zurück. So.
Dann parken wir den schon mal hier drüben. Holen uns den blauen. Kann man nicht hier schon drücken. Schadet nicht. Und können jetzt... Das sieht sehr wild aus. Und können jetzt hier unten durch. Was uns zum Mond bringt und zur Tür. Und damit haben wir alles richtig gemacht. Weil jetzt ist auch dieser Switch nach oben gedrückt worden. Nice. Okay. Sehr schön. Progress saved. Gut, das war dieses sehr interessante Level. Jetzt der gelbe Switch da unten ist auch irgendwo gewesen. Genau hier. Von Super Marisa 1999. Auch außer Konkurrenz. Gibt auch nur einen Exit, keinen Mond. Okay, hat auch wieder Puzzle-Elemente. Was? Ach so, ja. Den kann ich zweimal drücken, oder? Ach so, nee, da sind einfach zwei. Okay. Was soll ich jetzt hier tun? Soll ich ein Leben sammeln, oder was? Oder ist es einfach nur so, zum... Als... So funktioniert das. Ah... Muss ich am Ende eine bestimmte Anzahl an Münzen haben, oder was? Wir laufen erstmal alles durch. Wir gucken mal, was das Ziel ist. Ach so. Okay, jetzt muss ich da oben rein. Aber das geht ja auch mit einem. Also ich bin mal gespannt, was das Ziel ist. Jump! An der Stelle. Okay. Also, das sind wahrscheinlich irgendwelche Bonusräume, wo man sich jedes Mal ein Leben holen kann, wenn man die Puzzle schafft. Aber den Switch kann man auch so drücken. Gehen wir nochmal rein. Also, hier haben wir es ja schon geschafft. So. Ach so, ja, und da muss man jetzt halt die auch so hochlotsen. Ja, okay. Ja, gut. Bonus geschafft. Ah, okay, und hier muss man, darf man die nicht einsammeln. Und kann aber auch einfach alle drücken. Scheiße. War vielleicht ein bisschen zu schnell. Okay. Hä? Okay, egal, ich habe sie alle eingesammelt. Und hier will man wahrscheinlich erst alles so ein bisschen kleiner machen. Oder so. Sind es jetzt sieben? Ja, okay. Und hier? Ach so, da geht's darum, den Fisch dann hier rüber zu... Ja, super. Da geht's darum, die Fischmünze... Da geht's darum, die Fischmünze dann hier rüber zu lotsen. Thank you.
Yay. Okay, haben wir verstanden. Wir haben das Konzept verstanden. Ist in Ordnung. Gut. Dann war das nichts Schwieriges zum Schaffen, sondern nur für, wenn man Bonus haben wollte. Okay. So, dann können wir jetzt nämlich durch die Dinger hier gehen. Und zwar einmal in die... Ich glaube, die Skyworld war der blaue Switch. Richtig. Da gehen wir einmal den Weg hier rüber. So, zack. Nix skip. Wir machen hier schön die Puzzle. Von wem war das? Stevie, ich wollte gerade sagen, mir kommt es bekannt vor. Mir kommt das Level doch bekannt vor, richtig. Das haben wir doch schon mal gespielt. Denke ich zumindest. Oh shit, die hauen ab. Okay, das ist schlecht. Ja. Ja, das ist schlecht. Okay. Nee. Oh, wobei, das geht eigentlich auch. Das geht auch. Nein! Not like this. Oder, das wäre das fünfte Item jetzt gewesen, ne? Kommt da noch eins? Nee, okay, also es sind fünf Items. Ja, das klappt dann so natürlich nicht. Okay. Nein! Aber wir können es tricksen. Alles gut, wir können es tricksen. Schade. Ach, jetzt bleibt er da oben. Ich kann gar nichts tricksen, weil der bleibt da oben. Das ist jetzt nicht so gut. Nein, Yoshi, du musst zu mir zurückkommen. Komm, komm zu mir zurück. Komm. Okay. Da. Oder schneller? Nein! Der Pilz ist immer so schnell. Mist! Okay. Sehr gut. Nein! Ich hasse alles. Gerade so. Nein! Mann! Kehr doch nicht um. So. 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 Gut. Mein Gott, was eine schwere Geburt. Was eine schwere Geburt. So, Abflug. Okay, jetzt muss ich hier runter und rüber und zurück. So, und jetzt kommen wir an den blauen ran. Und können den blauen nutzen. Yay! Okay, sehr gut.
You're blue, that's my attack. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht, ob das damals schon mit dem Puzzle verbunden war oder so, aber das haben wir schon mal gesehen in irgendeiner Form. Das haben wir schon mal in irgendeiner Form gesehen. Ich erinnere mich da tatsächlich. Okay, sehr schön. So. Gut. Ich muss kurz gucken, ob ich jetzt alles mitgenommen habe. War da ein Mond oder sowas mit dabei? Nee, ne? War das Level. Okay, gut. Sehr schön. So, dann jetzt die Schlosswelt war, glaube ich, der rote Switch. Also die Fireworld. Nicht Schloss, aber Fire. Ja, passt. Dann gehen wir hier noch fix rum. Und spielt das Level von Nope Contest und dann haben wir alle Switches gedrückt. Nix skip. Hier gibt's nichts zu skippen. Wir nehmen hier alles mit. Okay. Jetzt kriege ich den Schlüssel. Und den lege ich jetzt halt da drauf. Den lege ich jetzt da drauf. Sehr gut. Yay! Achso, hätte ich die essen sollen. Ups. Das ist jetzt schlecht. Ah, ne, die kommen wieder. Okay. Sehr gut. Ah, jetzt muss ich den wegessen. Ja. Achso, jetzt muss ich da drüber. Okay. So. Okay. Da müssen irgendwie Dinger dann noch rein. Also der muss da rüber. Ach so. Ich dachte mit dem Schlüssel, aber geht ja nicht. Ist ja Quatsch. Jetzt schickt er mir die Shell hierher. Das heißt, ich hätte das mit dem... Ich hätte das mit dem Schlüssel breaken können, weil ich den mitgenommen habe. Okay. Okay, wir brauchen wieder eine Shell. Okay, ich kriege keinen Stern. Ach so. Ah, kann ich das resetten? Ja, kann ich resetten. Okay. Ja, dich brauche ich. Nein! Nicht so. Nicht so. So. Nicht so. Nein. Okay, neuer Versuch. Mein Gott, bin ich schlecht. So. Wo ist das ganze Training, was wir durch den Namen vergessen erlebt haben? Wir haben so schön ohne Save States, teilweise ohne Save States gespielt. Aber jetzt bin ich sowas von schlecht wieder. Eieiei. Da sieht man wieder, wie wichtig Training ist und bleibt. So. Okay, da oben gibt es dann gleich die Disco Shell. Die am Ende hier eine Ranke auslösen muss.
Aber mehr auch nicht. Kann ich das? Das kann. Das, ja, das kann ich tricksen. Okay. Okay, I see you. Ich probiere es trotzdem. Das sollte hinzukriegen sein. So nicht. Vielleicht von der Seite. Nee. Wir wissen, ob das geht. Ja. Mit States natürlich, aber man kann es tricksen. Gut. Wir machen es natürlich richtig, keine Sorge. Wir machen es natürlich richtig. So. Also, dann komm mal her, Kollege. Ja, aber... Ja. Muss ich das erst vorbereiten? Like, so hier die Dinger wegnehmen? Und hier dann auch? Und hier auch? Und hier auch? Und jetzt dann losgehen? Als ist hier oben. Okay, aber jetzt kann... Mm. Nein, du sollst es nicht kaputt machen, du Nuss. Ja, okay, das war jetzt auch nicht so viel schwerer. Es war jetzt auch nicht so viel schwerer. Ist in Ordnung. Zack. Ab dafür. Und das war's. Kein Jump mehr. Schade. You sure pressed that switch, turning red into red. Nice work, I guess. Okay, wir haben alle 4 Switches gemacht. Sehr schön. Damit können wir zu den normalen Level zurückkehren. Entschuldigung. Für Ganon. Damit können wir zu den normalen Leveln zurückkehren. Wir sind da oben irgendwo. Genau, das hatten wir und hier geht's weiter. Altair. Von Twakes, der 88. geworden ist. Okay. Guter Platz. Gute Zahl. Okay. Das Level... Ich meine, es kann jetzt auch sein, dass es einfach ähnlich ist, aber ich meine, das kenne ich. Das kenne ich. Entweder ich habe es bei Emero gesehen damals. Ich meine, das kenne ich. Bin irritiert. Doch, das kenne ich. Habe ich das nicht sogar schon selber gespielt? Habe ich das nicht so... Das wäre jetzt peinlich, wenn ich... Ich habe ein paar VLDC-Level habe ich schon vorher gespielt, das weiß ich noch. Da war auch das von Stevie dabei, das mit diesem rot... Was war das für eins? Das war irgendwas mit roten und blauen Türen oder irgendwie sowas, meine ich mich zu erinnern, grob. Und wann habe ich nicht auch ein Twakes-Level gespielt? Ein Twakes-VLDC-Level? Ups. Ich meine ja. Ich meine, das haben wir schon mal gespielt. Aber nicht... Oh mein Gott. Nicht sicher. Wir fangen hier ab dem Abschnitt nochmal an. Ah, scheiße. Okay, wie ist das? Nein, warte doch, bevor du mitgehst. So, hier drauf. Ah, mit dem zurück. Mit dem muss ich zurück. Verstanden. Ich muss mit dem zurück. No, ich habe ihn verpasst. Ich habe mein Taxi verpasst. Jetzt aber. Taxi! Yay! Okay. Gut. Da oben ist ein Bonus, glaube ich, gewesen. Doch, aber ich kann mich an das... Ich kann mich an das Level enorm erinnern. Das haben wir schon mal gespielt. Definitiv. Also, wenn ich es nicht selber gespielt habe, habe ich es mindestens gesehen. Aber irgendwas davon ist es auf jeden Fall. Yay, da ist der Mond. Wir haben den Mond gefunden. Moment, aber was ist denn dann in der anderen Richtung? In die andere Richtung ging es doch auch noch. In
In die andere Richtung ging es doch auch noch. Ach so. Da ist gar nichts mehr. Hä, Moment mal. Wieso sind jetzt die Blöcke da oben nicht ausgelöst? Sind das nicht grüne Blöcke? Oder ist das nur Deko und die sind jetzt hier nicht als... Doch, guck mal, hier auch. Der ist auch nicht ausgelöst. Hä, gelten die jetzt nicht als ausgelöst, obwohl ich die Switches gedrückt habe? I'm confused. Ich bin leicht verwirrt. Wieso sind die nicht... Oder sind die hier... Sind das hier einfach Deko-Blöcke, die nicht... diesen Effekt haben sollten, dass sie zu Blöcken werden? Oder? Weil, also, ich meine, dass die hier so halb drin sind, okay. Aber sollen die so? Huch. Ich würde gerne erstmal den Midway Waypoint drücken. Oh, scheiße. Okay, wir drücken erstmal den Midway Point. Also, wir drücken ihn nicht, wir lösen ihn aus. So rum. Sehr gut. So. Nee, ich glaube, das soll hier wahrscheinlich Deko sein. Wir müssten mal gucken, ob jetzt in den anderen Leveln, in dem Bramble-Level zum Beispiel, ob da jetzt was ausgefüllt ist. Oder ob das sich gar nicht ausgefüllt hat. Was komisch wäre, weil dann würde das nicht erklären, wozu es die Switches gibt. Also, ich denke schon, dass die sich normalerweise ausfüllen. Wait, wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Das war offenbar falsch. Ach so, ich muss oben... Ja, klar, ich muss oben bleiben. Natürlich. Natürlich, hier oben geht's weiter. Bin doof. Da ist ein Pilz, jawohl. Sehr schön. Da können wir uns unseren Pilz gleich wiederholen. Die kann ich nehmen, jawohl. No, ich hab verfehlt. Aber wo will ich die überhaupt dagegen schmeißen? Oh, die töten auch. Ups. Das hatte ich nicht als Gegner wahrgenommen. Aber klar, man sieht, dass die futtern. Okay. Wahrscheinlich hätte ich damit durch den Gang hier gekonnt, ne? So als kleine Abzweigung. Ah! Kein Level, ohne dass ich ins Zeitdruck gerate. Leben. Ende. Ui. Okay. Wow. Hilfe. Na, Mann. Warum bin ich... Warum rewind ich mich von einem Tod immer in den nächsten? So. Also, Meme hin oder her, aber ich verstehe nicht, warum das nur 88. Platz geworden ist, aber über Bewertungen müssen wir uns nicht unterhalten. Die sind halt immer anders, als man das selber sieht. So. Okay. Gut. Nö, das ist ein schönes Level. Für ohne States vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich schlecht bin, aber schönes Level. Und wir haben alles gefunden. Und jetzt gucke ich kurz nach. Jetzt gucke ich einmal ganz kurz nach, weil mir das jetzt keine Ruhe lässt, ob ich Twakes VLDC Level schon mal gespielt habe.
Ansonsten habe ich es nur gesehen und nicht selber gespielt. Das ist natürlich möglich. Ne? Das kann natürlich sein, dass ich es nur selber gespielt habe. Das ist immer gut möglich. Dass ich es nicht selber... Ihr wisst, was ich meine. wie kann ich jetzt in meinen Videos suchen? Hier, Filter, VLDC. Zack. Stevies VLDC, genau, Red and Blue Shift, war das von Stevie? Sariels und Vakanas VLDC-Level, Tarnished Tartarus. Stimmt, das haben wir auch gespielt. Richtig. Nee, das von Twakes. Aber ich kannte das. Dann habe ich es wahrscheinlich nur bei Emero gesehen. Dann habe ich es vielleicht damals nur bei Emero gesehen. Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Gib mal Twakes ein auf meiner Suche. Nee, das ist gar nichts. Hä? Das sind jetzt nur Super Mario Maker Level, wo ich Twakes als Name eingegeben habe. Boah, wir haben ganz schön viele, ganz schön oft Twakes im Titel von den Mario Maker Leveln. Finde ich aber gut. Okay, nee, aber das kam mir total bekannt vor, das Level. Das kam mir total bekannt vor. Obwohl ich es nicht gespielt habe. Dann habe ich es gesehen. Dann kann es nur sein, dass ich es gesehen habe. Okay. Dann schließen wir hier aber ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss. Wieso bin ich jetzt in zwei? Hä? Oh, weil ich die Slots verrutscht habe. Ups, so rum. Okay.